Ich sehe rein gar nichts mehr. Heftig. Komm mal. Ich habe Hunger. Aber eine Fackel. Ich bin ein Leuchtturm. Kommen Sie zu mir. Oh! Adorable! Wie cool ist das Ding denn? Was kann das? Hallo, was kannst du? Coole Frage. Kann ich. Ja, Handwerk, auf, ja. Transport, Bewässerung. Neu. Hui! Und der ist in der Nacht aktiv, glaube ich sogar, oder? Motivationscoach und Wasser. Boah, easy. Geil. Und er ist so nachtaktiv. Dann einmal schlafi. Und dann gehen wir mal in den Dungeon. Essi. Ja, das habe ich gerade eben gemacht. Ich lege gerade noch mein Zeug ab. Darf Omas dabei? Wenn wir morgen Abend dann noch mal streamen, würde ich sagen, wird unser ganzes Inventarsystem hier überarbeitet. Okay. Habe ich kein Problem damit. Gar kein Problem damit. Solange ich Sachen finde und du mir sagst, wo die sind. Beziehungsweise eigentlich braucht man das ja gar nicht. Ich muss nur wissen, wo ich es hinmachen muss. Irgendwie schlafe ich, aber passiert nichts. Ja, ist es Tag? Teste mal nochmal. Ich glaube, es sollte Tag sein. Es ist Tag. Es ist, glaube ich, Tag. Deswegen bringt es nichts zu schlafen. Wie sieht's mit dem Ei aus? Nein. Ich brauche noch ein wenig. So, jetzt habe ich gar keine Pfeile mehr. Deswegen, ich brauche definitiv Pfeile. Pfeile müssen an den Start. Definitiv. Oh, ganz ehrlich. Was denn? Warum passiert das? Was denn? Der Pinguin hat es schon wieder aufs Dach gemacht. Was machst du hier oben? Der Pinguin einfach. Der verteilt hier Holz und Steine. Der gute Pinguin. Der verteilt hier Holz und Stein. Der verliert die ganze Zeit sein Inventar. Ach, herrlich. Schön. Schön. Das Spiel ist einfach geil. Kannst du den mal bitte rausnehmen? Den mal raus. Wie heißt du? Der Held Pinglet. Der hat keinen Namen. Mach den mal weg. Oh mein Gott. Dammit. Och, kriegen wir das hin? Das Problem ist, ich habe keine Pfeile. Was denn? Pfeile. Was denn? Da läuft ein Dinosaurier rum. Wo spiel ein? Meine Taschen sind voll. Ich habe keine Pfeile. Keine Pfeile. Habe ich Daydream raus? Nee. Ja. Daydream. Helfen Sie mir mal Pfeile machen! Also nicht du, sondern der Date. Oh, ich bin fast Level 16. Okay. Wo ist denn der Dino? Okay, wenn man ganz viele Parts fängt, dann geht's echt schnell im Level. Aber da muss man halt wirklich ganz viele Parts fangen. Der ist direkt vorne. Der ist direkt da vorne. Da vorne. Warte mal. Ist das fertig? Ja, da müssen wir mal gerade hier so einen. Gehen wir mal gerade hier so. Der ist aber Level 4, ne? Der ist Level 9. Der hat also ein bisschen gelevelt. Oh, stimmt. Was bist du denn? Mega weird. Pack den mal raus. Level 9. Den packe ich mal hier rein. Jetzt. Ja, zwei.
zwei Fälle. Ja. Wo ist der Dino? Ah, da unten. So. Den hätte ich gerne. Ja. Können wir auch machen. Können wir mal machen. Ich habe eine Fähre gespawnt. Oh no, ich hab's gekackt. Meine Güte, macht der Damage, wenn er will. Ja, ja, der ist extrem, der ist sehr krass. Ich nehme raus. Ja, ich hab meinen auch weg. Kannst fangen? Aua. Ja, gut, okay. Dann hat dein... Ich dachte, du hättest dein Dings weggenommen. Ach, du hättest deinen Chillit weggenommen. Dachte ich auch. Ja, nicht bewegen. Du rennst aus der... Laufe weg. Ach, boah, Scham. Du rennst aus der Reanimationsreichweite raus. Vielleicht will ich sterben. Ey. Bleiben sie stehen. Das macht doch nichts. Wir finden nochmal ein paar von denen, definitiv. Wir werden alle fangen. Alle 100 noch sowas, wie es gibt. Ich. Die Rüstung ist schon wieder kaputt. Meine Rüstung ist kaputt. Tippst du gerade auf deinem Headset rum? Nee. Irgendwie knackt das so. Ich sag doch, ich brauche ein neues Headset. Weißt du, wann das passiert? Warum denn? Wenn ich meinen Kiefer bewege. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dir vielleicht ein neues Headset besorgen. So, 13 Pals. So sind viele Pals, ja. So sind wirklich viele. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich behaupten, gehen wir mal den Dungeon rein. Moment. Let's go to the dungeon. Level 15. Bald Level 16. So. Okay. Schatz. Ja. Ich versuche gerade zu leveln. Indem du fangest. Okay. Indem ich einen Wasserfall runterspringe. So. Wir haben dafür das gab es nichts mehr. Was? Wenn du diesen Wasserfall hier runterspringst, bekommst du 14 XP. Okay. Ich glaube, das war von irgendwas anderem, aber okay. Ich bin voll überzeugt. Das war Talent. So, was gibt's denn noch für Technologies? Ah ja, genau. Dann skill ich mal die Sphärenwerkbank und die Megasphäre. Und stimmt, wir haben ja noch so eine Armbrust, die man machen könnte, ne? Helfen mir wieder. Was? Ja, warte. Nee. Warte, hol die als erstes mal. Mal holen. Ja, jetzt. Jetzt stehen einfach 1000 Sachen nebeneinander und du registrierst nicht mehr, was du anklickst. So.
Wir brauchen noch ein bisschen, wir brauchen noch extrem viel Holz und noch ein paar Nägel. So, ja. 5 Nägel, das heißt 10 Nägel muss ich machen. Warte mal. Ich bin Level 15. Soll ich Daydream noch werfen? Wann bin ich denn gelevelt? So, wir haben Mühle und Aufsichtskanzel. Ja. Jetzt kannst du das machen. Die kann man wahrscheinlich gut am Haus oder so irgendwie anbringen. Okay, hast du die Mühle schon? Nee. Ich habe nur die Sphärenbank und die Megasphäre geskillt. Ach, du meinst das? Das ist hier eins drunter. Dann nehme ich noch das antike Aufbewahrungsset. Die Wandfackel. Die Mühle und das Weizenfeld. Jawohl. Antike Technologien schaltest du frei, indem du Bossmonster erlegst. Bitte, breche ich hier mal gerade auf der Map. Auf der Map sieht das folgendermaßen aus. Hier sind Bossmonster, das Chillit zum Beispiel, das ist relativ am Anfang. Oder der hier, der Penking. Penking, den wir noch nicht gemacht haben. Da schaltest du quasi antike Technologienpunkte frei. Da kriegst du immer einen. Ich glaube pro Dings. Und damit kannst du dann hier auf der rechten Seite antike Technologie skillen. Da kriegst du auch antike Bauteile her, wenn du die fängst oder wenn du die halt tötest. Und die respawn, ja. Und die respawn. Okay. Wir haben eine Armbrust. Wir brauchen noch mehr. Ich kann nur eine machen. Ich kann nicht mal eine machen, weil irgendwas ist sehr verbuggt in diesem in dem Holzdingen da. Also ich kann irgendwie 100. Okay, ich bin überladen. Ich habe vielleicht gerade 100 Holz aus dem Holzding rausgeholt. Der Weg hat sich gelohnt. Jo, kein Problem. So. Ich muss mal hier noch so ein paar Sachen packen. Schießpulver habe ich bekommen. Okay. Also ich werfe jetzt alles in die Boxen hier rein. Wenn du morgen das eh sortieren willst. Warum kann ich das nicht in Auftrag geben? Wir haben doch auch genug Metallbarren. Warte, ich gehe noch einmal. Ich gehe noch einmal Stein holen. Ich glaube, es ist ganz leicht verbuggt. Ganz leicht. Server muss vielleicht ja mal neu gestartet werden. Naja, wir wollen mal hier einen Anzug. So. So, eine Armbrust ist in Masse. Noch für dieses Paar Sphärenbank Für die Paar Sphärenbank brauche ich noch 4 Nägel. Ansonsten haben wir alles. Ja,
10 von 10 Palladium-Bruchstücke, 30 Holz und dann 10 Nägel. Ja gut, die Nägel müssen wir halt machen irgendwann. Ich mache uns gerade beiden einfach noch so eine Armbrust. Ich hoffe, dass man da Pfeile benutzen kann, weil ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass man was anderes da reinsteckt. In diese Armbrust. Ich hoffe, man feuert keine Speere ab. Oh, nice. Level 16. So, ein Armbrust ist fertig. Die nächste Armbrust. Ja, da fehlt es noch an Metallbahn, aber die kann man hier rausnehmen. Man kann die reinmachen. Und dann normalerweise sollte ich die auch hoch. Kann ich nicht. Und hier steht, dass alles da ist. Na? Ich. So. Gehen wir da rein. Okay, Armbrust verschießt auch normale Pfeile. Okay. Dann lege ich mal in die Kiste hier. In die hier meinen alten Bogen rein. Das sind irgendwie. Was ist denn hier noch solche Sachen drin? Keine Ahnung. Dann noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Bisschen Holz, ein bisschen Stein. Bisschen Holz. So, jetzt aber. Ne, jetzt fällt Stein. Hast du gerade was mit Stein gebaut? Eigentlich nett. Ich bin gerade am. Vielleicht hat sich jetzt wieder selber gefixt. Okay. So, ich habe ungenutzte Statuspunkte. So, bald bin ich auf 200 Ausdauer. Ob dann reicht es auch mal mit Ausdauer. Jetzt ging das. Keine Ahnung wieso. So, wie viele Pfeile hast du denn jetzt noch? Was? 23. 23? Mhm. Okay, das ist ein bisschen wenig. Dann machen wir mal noch Pfeile. Let's go. Some Pfeile. Weiß ich nicht. Sphären. Hast du genug oder soll ich gerade noch für Sphären machen? Machen wir hier so, so viel. Und. Ja, ich mach gerade einmal. Jetzt glaube ich, irgendwie hat sich von selber nochmal so ein bisschen gefixt mit dem. Mit dem Dings bei mir. Jetzt kann ich auch nochmal ganz normal craften. Da ging irgendwie nicht so. Würde ich sagen, versuchen wir den Boss noch. Ja. Ich habe genau, das würde ich nämlich auch sagen. Wenn man das extra anklicken muss, nicht, dass man dann noch mal in eine Instanz geht. Ja, ja, man geht. Ich denke schon, dass wir in so einen Dungeon reingehen werden. Also so eine extra. Halt so ein. Also ein Dungeon ist halt normalerweise ein bisschen größer.
Ich bin gespannt. Ich wirklich hoffe, dass das auch zu zweit geht. Ja, ja, das denke ich schon. Also Dungeons normalerweise schon. Also das normalerweise sollte das. Ach, du bist ja schon dran. Okay, gut. Keine Ahnung. Such dir was. Hast du nochmal Sphären gemacht? Wie Sphären? Ja, ein paar Sphären. Also ich habe jetzt 30 und ich mache gerade Pfeile. Nice. Okay. Bist du schon wieder? Du? Alles dunkel. Deine Armbrust ist fertig. Wenn wir noch ein paar Palladium-Bruststücke haben, dann kann ich dir auch, dann könnte ich dir theoretisch auch noch mal einen Sattel für den Chili machen, wenn Sie das wollen. Gerne. Gerade noch am Sammeln. So. Könnte sein, dass ich genug habe. Ja. Wenn Sie mir helfen wollen. Pingulet hilft. Ah, noch mit. Nice. Sehr schön. Mach sie gut, du Klein. Ja, mach sie gut, du Klein. Boxparks hat 22. Was? Die Pingulets. Warum? Wenn ich noch einmal jemanden auf dem Dach finde, der alles aus seinem Inventar ständig nur von sich wirft. Was? Weil er mit der Situation überfordert ist. Was? Gar nicht. Niemals. So, bitteschön. Dann holen wir mal die Beteiligten da nochmal raus. Und dann. Hallo? Hallo? Was? Wo sind die Metallwaren hin? Ich hatte gerade Metallwaren dort rausgeholt. They are gone. Hat schon jemand weggebracht? So ein Pingulet? Maybe? Nee, also nicht, dass es jetzt so ausgesehen hätte. Dann weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ach man. So, ich habe 33 Preiswerten. Ja, ich denke, das sollte reichen. Dann. Komm mal her. Drop mal Pfeilsphären, drop mal, Pfeile. Mal hier ganz fair. Wo bist du denn da? Ja. Ist deine Rüstung überhaupt noch in Ordnung? Hab ich, gefixt. So. Daydreamer wieder, Lüftmunk, Tillage. Oh, will ich da einen Melpanga dabei haben? Tatsächlich ist wahrscheinlich zu wenig. Das mal so. Ich habe die ganze Zeit noch Rukratis dabei. Benutze ihn aber nie. Okay. Also, ich wäre ready. Achso, du bist schon da. Du.
Hallo, chillet. Sie chillen es. Let's go. Moment. Stuck in der Treppe. Achso, ne, deine Armbrust war's groß. Nice. Dann. Unos momentos. Ja. Ready? Dungeon betreten, ja. Du, 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 du. Hello. Oh ja. Oh, okay, 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 okay. Lass mal gucken, wen will ich draußen haben? Ich mach mal Daydream als erstes. Ja, ich mach mal den Liftmonk als erstes raus. Dem kann ich hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, Das macht die Armbrust ordentlich Schaden. Ja. Tangulet gefangen. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Aus! What the fuck ist der? Da oben. Prozent, ey. Ja. 15%. Oh, oh! Ich hab's! Ich hab ihn! Ping! Und noch ein Level 10er Pinglet. Nice! Hui! Okay, mein Liftmonk ist dead. Okay, der hat mir jetzt aber keine. Der hat mir keine Antiktechnologien gegeben. Ich glaube, dann sind es nur Open World Bosse. Ah, nix bekommen. Du hast. Auf was? Ja, ja, ja. Lass mal gucken. Hier geht's nicht aus raus. Dem Blauen raus. Ja, ja. Ich dachte nur, vielleicht wird es dann noch irgendwie weitergehen oder so. Ah, ich habe Pelz bekommen, glaube ich. Ich habe irgendwelche, irgendwelche Sachen gelernt. You see? Boss-Wiederbelebung in einer Stunde. Das heißt, in einer Stunde kann man den wieder machen und, also in einer Stunde könnte man den dann wieder machen und dann würdest du den bekommen. Jetzt. Deine Pelz haben neue Sachen gelernt. Was? Ehrlich? Hm. Ach, sind die gerade Level 15 geworden? Ja. Ist das die Weiterentwicklung von dem dann? Ah ne, dieser Pal ist nicht mit Pengulet verwandt. Genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt mit Freuden den Part. Okay. Der Drop Pen King Federschmuck. Fancy. Der hat einen Habitat übrigens, ne? Den kann man auch. Den kann man auch free. Den kann man auch frei in der Wildnis treffen. Wenn du auf den Paldex gehst, also dort, wo die Technologien sind, die rechts daneben ist der Paldex. Hm. Hast du den? Die Nummer 11 ist ja. Der Pen King. Und dann kannst du oben anstatt bei Werte bei Habitat gehen. Ah. Das heißt, dort können wir den auch fangen gehen. Das ist ja mal useful. Finde ich Nummer 11. Ne, wo war die süße Nummer? Nummer 14. Stimmt, ja. Oh, wir sind ganz in der Nähe von Nummer 14. Ja.
Ey, die haben wir halt, die müssen wir halt freigeschaltet haben. Okay. Und du kannst sogar dir Tag und Nacht anzeigen lassen. Ja. Cool, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, ja, so macht es ein bisschen einfacher, die halt zu fangen. Eigentlich so ein bisschen. Das ist halt dann wie Pokémon. Also Pokémon zeigt dir halt auch die Habitate an. Aber nicht, wenn du die, glaube ich, nur einmal gesehen hast. Das haben die ein bisschen anders. Das ist ein bisschen convenient-mäßig. Gut, okay, also den Dungeon kann man halt einmal machen mit dem Boss. Immer schwer davon aus, das hat halt viele XP gegeben. Hm. So. Dann noch einmal zurück. Back to. Aber die Armbrust ist richtig gut. Holy. Die Armbrust macht echt guten Damage. Wenn du einen Pell noch dabei hast, der dich so lange abschirmt, ist das mega. Ich habe doch ein antikes Bauteil gedroppt. Aber ich habe keine antiken Technologie. Punkte bekommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das ist. Warum das so ist. Oh, ein Mega-Schild. Ich hab mal die Eisentruhe. Ich hab mal die Eisentruhe geskillt. Ich hoffe mal, die hat so ein bisschen mehr Platz. So. Okay. Okay, okay, okay. Beim nächsten Mal machen wir uns vielleicht auch noch so schwache Medizin. Dauert einfach ewig, die zu machen. Da arbeitet, ja, da arbeitet keiner dran, weil wir keinen Pfahl haben, der das kann. Mhm. Oder? Kommt bestimmt noch. Also ich habe bis jetzt, doch, einen haben wir. Doch, Livmunk kann das. Livmunk macht das nur nicht. Keine Lust. Hat einfach keine Lust, ne. Der eine Livmunk ist auch vielleicht ein bisschen tot. Okay. Ja, Tanzi kann hier auch mal raus. Wie nehme ich mir denn da mal rein? Warte. Guck mal, da ist er. Kann er so groß sein. Ui, Steinbau. Oh, der baut ab. Ist sogar useful. Uiuu, uiuu, uiuu. Gut. So. Ranking. Ich würde eigentlich gerne deine Stats einsehen. So, der kann Handwerk 2, Bewässerung 2, Bergbau 2, Kühlung 2, Transport 2. Er hat nur eine sehr große Essensmenge, die er braucht. Also der frisst ja die Haare noch. Der ist auch ein Workaholic. Ja dann. Idee. Nice. Schlitten Royal, Eisberg, Aquaschuss. Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Feuer erhöht. Ah. Das heißt, bei Feuerdingern kriegen wir mehr raus, wenn ich den dabei habe. Interesting, interesting. Das ist quasi einfach so eine Passive, okay.
Okay, okay. Einfach zwei Bossmons schon dabei. Zwei Stück. Wobei ich fast schon sagen würde, ich tausche den gegen so ein Penglet aus. Deprimierend. Für den König. Der Pinguine. Was? Nee, der darf arbeiten. Also nicht, dass ich den austausche, dass er in mein Team rein, dass ein Penguin drin in ein Team reinkommt, sondern der darf arbeiten. Der ist viel zu gut im Arbeiten. Ich nehme mir meinen Direwolf mal wieder mit. Er hat noch einen freien Slot, der kann auch einmal leveln. So. Also, dann heißt es morgen die Pelzfährbank bauen und gucken, was man danach machen muss. Oh! Mit Lagerstufe 10 können wir zwei Lager haben. Oh, nice. Auch cool. Das heißt, wir können dann wirklich mal... Wir können wirklich so ein bisschen mehr erkunden und uns woanders dann noch ein zweites Lager aufmachen. Das ist wirklich cool, wenn man so schnell reisen kann. Ja. So, dann halt gucken, ne? Weil ich das da halt immer noch, also das da würde ich halt trotzdem noch komplett ausbauen und so. Ja. Soll ich dann das Weizenfeld dann nochmal skillen? Ne, hab ich schon. Ah, okay. Brauchen wir Weizensaat? Hast du schon mal Weizensaat gefunden? Oh, das weiß ich gar nicht. Kann ich das so nicht beantworten? Die Eisentruhen, soll ich dir die dann ins Haus reinstellen morgen? Jo, gerne. Es gibt dann auch noch ein Steinbauset. Auf Level 18. Und eine Penguin-Panzerfaust. Nice. Die werden nachher alle ziemlich cool. Die Pinguine. Mhm. So. Okay. Also, ich denke, das war's dann für heute, oder? Würde ich sagen. Ja. Oh, für heute machen wir für heute Pause. Danke fürs Zuschauen. Zu Ende. Ja, vielen Dank für alle, die zuschauen und für alle, die auf YouTube sind. Es kommt definitiv mehr. Wir werden das hier ja komplett durchspielen, bis wir jeden einzelnen Winkel dieser Karte aufgedeckt haben. Und jeden einzelnen Pal gefangen haben. Und jede einzelne Technologie einmal ausprobiert haben. Und ja. Außer das Beil. Natürlich, außer das Beil. ja. Und natürlich auch nicht den Entsafter. Ja. Gut.